Hallo liebe Zuschauer, heute gibt es ein Kochvideo mit den Kochdetektiven. Wir machen Schwemmerfilet mit Pellkartoffelsalat. Für den Kartoffelsalat braucht ihr abgekochte, gepellte, geschnittene Kartoffeln, gewürfelte Gewürzgurken, gehackte Petersilie und eine Marinade. Für die Marinade schwitzt ihr gewürfelte Zwiebeln in Öl in einen Topf an und würzt mit Salz und Pfeffer. Danach wird der braune Zucker karamellisiert und mit Balsamico-Essig abgelöscht. Nach 10 bis 15 Minuten köcheln ist die Marinade fertig und wird noch warm zu den Kartoffeln gegeben. Den Salat verfeinert ihr noch mit saurer Sahne, Senf, Öl, Salz und Pfeffer. Nun das Schlemmerfilet. Dafür schneidet ihr die frischen Filets in Portionen und würzt die Stücke mit Salz und Pfeffer. Jetzt kommt die Panade. Zuerst wetzt ihr sie in Mehl, danach werden sie durch aufgeschlagenes Ei gezogen und zum Schluss mit zerkleinerten und gesüßten Cornflakes paniert. So kommt der Fisch nun in eine Pfanne und heißem Öl und wird gebraten, bis er goldbraun von beiden Seiten ist. Guten Appetit, habt viel Spaß beim Nachkochen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Tschüss!